Hallo, ich bin Franklin von Waylet. Schön, dass Sie da sind. Wir haben alle etwas gemeinsam. Egal ob Frau oder Mann, weiß oder schwarz, arm oder reich, wir haben Grundbedürfnisse. Und das wichtigste Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich war abends unterwegs, es war stockfinster und da waren komische Gestalten. Und ich fühlte mich einfach unsicher, diese Straße lang zu laufen. Meine Schritte wurden immer schneller, denn ich wusste, dass etwas Unangenehmes passieren könnte. Als ich abends zu Hause war, lag ich noch 3 Stunden wach und habe überlegt, wie man dieses Problem lösen kann. Und da kam mir die Idee von einem Modeaccessoire, was in Gefahrensituationen ein Notsignal sendet. Waylet. Der Name Waylet setzt sich aus Way und Amulett zusammen und das Amulett ist schon seit der Vorgeschichte ein spiritueller Gegenstand, den die Menschen bei sich hatten, der ihnen Sicherheit gegeben hat. Waylet ist das Amulett der digitalen Zeit. Waylet funktioniert so. Per Knopfdruck geht ein Signal an deine Waylet-App. Diese App informiert deine Vertrauensperson per SMS, per Nachricht in der App und GPS-Tracking. Das Unisex-Modul kann sowohl als Armband oder Halskette getragen werden und lässt sich unterschiedlich kombinieren, wie zum Beispiel eine Sportversion, eine Version für abends, Version für den Alltag. Wir visieren einen Preis von 50 bis 80 Euro an. Wir befinden uns mit Waylet auf dem Markt der Wearables, genauer gesagt Smart Jewelries. Das ist noch ein sehr junger Markt, aber ein schnell wachsender Markt. Von 2014 auf 2015 hat sich der Umsatz verdoppelt, nämlich von 88 Millionen auf 166 Millionen Euro. Der Umsatz wird im Jahr 2017 für Europa auf 7,2 Milliarden Euro prognostiziert. Unsere Zielgruppe sind modebewusste Menschen, die abends viel unterwegs sind. Durch Innovationszyklen wollen wir natürlich der Vision näher kommen, ein Gerät zu entwickeln, was ohne Handy und ohne Funk funktioniert. Natürlich verkaufen wir kein Produkt, sondern wir verkaufen das Gefühl, dass sich jemand um einen sorgt. Vielen Dank.